Guten Tag, ich drehe heute ein Video vorwiegend für Bug-Fans. Ich habe vor kurzem dieses Modell auf dem Zweitmarkt erwerben können. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist das Bug Chairman. Und zwar ist das ein Folding Hunter 110. Das ist eine limitierte Edition zu Ehren von Theodore Charles Bug, genannt Chuck. Das ist hier Kirschholzoptik und Neusilberzwingen. Jetzt einmal die Rückseite, da hat der gute Mann auch unterschrieben, der hat auch mit Chuck unterschrieben. Das Modell ist so nicht mehr zu bekommen, höchstens auf dem Zweitmarkt. Ich sammle jetzt die 110er nicht, die sind auch in der Regel relativ schwer, aber trotzdem gefallen sie mir unheimlich gut. Dieses kam eine etwas ungewöhnlichen Hülle oder besser gesagt Etui aus Wildleder. Das hat mir schon sehr zugesagt. Wenn man jetzt so ein 110er am Gürtel trägt, dann sind die normalen Hüllen, das sind diese hier, die etwas härteren, natürlich besser. Aber ich trage Messer in der Regel nicht sichtbar, sondern habe ihn in der Hosentasche und da ist dieses weichere Leder natürlich viel schöner. Ich habe noch ein weiteres 110er. Aus dem Custom Shop, das hat auch Neusilberbacken und eine Dinge aus S30V. Das ist der normale HC 420er Stahl dagegen. Und mit einer Dinge aus S30V habe ich auch noch dieses hier. Das ist das 110 Light Pro. Auch ein wunderschönes Modell. Das ist so schön leichtgewichtig, dass ich das sogar gerne dabei habe. Für dieses habe ich mir auch so eine Wildlederscheide gekauft, bekam ich noch. Und dieses passt sehr gut in meine ganz leichte Opinel-Scheide. Das sind keine Sammlermesser, wie gesagt, von der 10er sammle ich nicht, sondern das sind tatsächlich Gebrauchsmesser, obwohl ich mich bei dem noch ein bisschen scheue, das hat noch so eine gute Qualität. Vielleicht verkaufe ich es mal an einen Bug-Fan, der es unbedingt haben will. Vielleicht benutze ich es auch. Ich weiß es noch nicht. Ja, das ist das Neue von der Bugfront. Mein neues Bug 110. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche allen Zuschauern noch einen wirklich schönen Tag.